München, Berg am Laim, 9 Uhr morgens. Dienstbeginn für unseren ADAC-Pannenhelfer Benjamin Ketterl. Dem Sauwetter zum Trotz muss Benny raus und den Menschen helfen, deren Autos heute liegen bleiben. Eine Regenhut. Tschüss, mein Schatz. Tschüss, Henry. Tschüss. Der Regen erschwert uns die Arbeit natürlich erheblich. Und zum Beispiel arbeiten und ein Auto können wir fast nicht durchführen. Ist ja auch wahrscheinlich ein Verständnis von den Mitgliedern her. Ne? Weil wenn ich mich da unten reinlege, dann bin ich pitschnass, dann kann ich nach Hause fahren und umziehen. Aber ist ja, beim Regen arbeitet man nicht gern. Pannen kennen kein Wetter, das weiß auch Benny. Der erste Auftrag kommt per Datenverbindung direkt auf seinen Bordcomputer. So, dann haben wir einen neuen Auftrag. Werden wir übernehmen. Erster Einsatz heute, ein defekter Renault Megane. So, Grüße. Hallo. Hallo. Ketterl mal an. Was haben wir für ein Problem? Ein Pump fährt nicht mehr um den Kopf. Und irgendwas schleift auf der Straße. Es schleift was auf der Straße? Ja. Gut, dann schauen wir unten mal rein. Also ich bin gefahren bis zu der Ampel und beim Anfahren dann hat es, also ich nehme mal an, ist ein Ausbruch abgefallen. Ich weiß es nicht. Schauen wir. So. Schaut er gut aus. Soll ich ihn mal anmachen? Ich schaue erst mal runter, bevor wir anmachen. Ah, da hängt der Auspuff runter. Also doch. Der ist vorne ab. Mhm. Jawohl. Ich würde sagen, den pimpen wir jetzt hoch und dann fahren wir zusammen in die Werkstatt und bauen wir einen Auspuff. Ja. Alles klar? Okay. Ich habe da schön einen Spanngurt und da werde ich jetzt mal den hochbinden damit. Ne, wer unten reinlegen kann man sich bei dem Wetter überhaupt nicht. Den Spanngurt führt Benny unter dem Auto am Unterboden entlang durch. Damit kann er den Auspuff nach oben binden. Nicht die einzige Möglichkeit. Wir könnten auch so ein Rohr dazwischen reinschieben. Das würden wir machen, wenn es jetzt da trocken wäre. Aber bei den Regen haben wir keine Chance. Gut. Auspuff ist ein bisschen weiter oben. Dann würde ich sagen, fahren wir langsam zur Werkstatt. Wo fahren wir hin? Ich würde sagen, wir fahren auf Kirchen Ost raus. Da ist ein ATO und da könnt ihr gleich vor Ort einen Auspuff reinmachen. Alles klar? Ich fahre hinterher. Hinterher? Ja. Lieber vorne weg, ich weiß nicht, gehe ich nicht. Ich fahre ganz langsam, weil wenn das ist, dann kann ich hinten wieder absichern, wenn er noch runterfallen würde. Alles klar? Machen wir dann schon. Ich muss heute noch nach Erfurt, weil ich morgen arbeiten muss. Das sind noch über 400 Kilometer. Im Schneckentempo geht es in die nächste Werkstatt. Im Alltag des ADAC-Straßenwachtfahrers kommt ein durchgerosteter Auspuff relativ häufig vor. Öfter bleiben Autos jedoch wegen Elektronikproblemen stehen, wie beim nächsten Einsatz. Ketterl, ADAC Straßenwacht, grüß Gott. Ja, grüß Gott, was sind Sie? Ich bin kurz vor dem Krankenhaus. Ja, Sie, ich fahre jetzt gleich zur Pforte hin, ich hole einen ab. Ah, das ist ja wunderbar. Dass Sie wissen, wo es ist. Ja, wunderbar. Ich warte dann an der Pforte auf Sie. Ist gut, okay. Hey, bis gleich. Sehr gut, wieder an. Okay, servus. Elektronische Probleme machen uns das Leben schon schwer, aber sage mal, wir haben das schon im Griff. Wir haben einen Computer dabei, werden gut geschult auf der Sache, aber wir sind immer auf dem Laufenden. Und wir finden eigentlich so ziemlich jeden Stecker, der wo irgendwo ein Kontaktproblem hat, würde ich mal sagen. So, Hetzer, hallo, grüße. Was haben wir denn für ein Problem? Ich habe das Auto heute Vormittag gehabt. Ja. Und hab zuerst Besorgung gemacht, bei meiner war hier. Ja. Und hab ich den von einem Kollegen gehabt. Ja. Und wollte hier wieder wegfahren. Ja. Geht nichts mehr. Geht gar nichts mehr. Ja, geht gar nichts mehr. Der ist ja vorher ganz normal gelaufen. Ja, ganz normal. So. Haben wir einen Funkenstrecker und da kann man schauen, ob er einen gescheiten Zündfunker hat. Der streckt einfach den Zündfunk. Da ist eine Zündkerze nochmal drin und das ist mit Masse verbunden und dann können wir schön deutlich sehen, ob er funkt oder nicht. Da funkt leider gar nichts. Jetzt schauen wir mal, wo die Zündspule sitzt. Dann schauen wir, ob da alles in Ordnung ist. So, dann messen wir mal, ob wir da Strom haben. Die Zündspule produziert den Funken in der Zündkerze mit Hochspannung. Ich sehe da aber, ob er Spannung hat. Nochmal starten.
schaue mir meinen Schaltplan nach und schaue mal, was da an Spannung anlegen muss. Benny hat immer einen Laptop dabei. Darauf gespeichert sind die Schaltpläne fast aller Automodelle. So kann er den Sollwert der Zündspule mit dem Istwert am Auto vergleichen. Und schon ist der Defekt erkannt. Das ist viel zu wenig Spannung, was an den Zündspulen anliegt. Jetzt ist natürlich schwer zu sagen, ist jetzt da irgendwo ein Übergangswiderstand von den Kabeln her oder ob da irgendwo ein massiger Problem ist. Das kann man so schlecht messen jetzt. Ne? Könnte das vielleicht am Zündverteiler liegen? Nein, Verteiler hat er keinen. Also hat er nicht. Haben Sie nein, Autos? Das kenne ich von meinen alten noch her. An der Zündspule liegt zu wenig Strom an. Doch warum das so ist, weiß Benny noch nicht. Das ist ein sehr kniffliger Fall, sehr hartnäckig. Das ist Fiat. Fiat, das kauft man nicht, das schenkt man nicht her. Das gibt man bloß einen, den wo man nicht mag. Nochmal starten. Gut aus. Gut aus. Ich habe die Zündspulen jetzt extern mit Strom versorgt und drum läuft er jetzt. Aber ich weiß nicht genau, wo der Fehler liegt, aber ich werde jetzt Strom rüberziehen, dann kann er zumindest in die Werkstatt fahren. Hier sind die zwei Zündspulen und das sind die Stromverläufe. Und hier an den Kontakt zum Beispiel habe ich vorher nur 0,5 Volt gehabt, aber hier müssen 12 Volt anliegen. Und an den Kabel lege ich jetzt hier die 12 Volt von der Batterie an und drum läuft er. Bennys Plan, er baut jetzt ein Überbrückungskabel von der Batterie direkt zur Zündspule. Da lauern einige Gefahren. Ich mache eine Sicherung rein, weil ich weiß nicht genau, wo der Fehler liegt. Nicht während der Fahrt, dass da irgendwo doch ein Kurzschluss ist und dann hier das Auto abfackelt. Und da wird höchstens der Motor ausgehen, weil die Sicherung rausfliegt. Der Kfz-Meister geht mit solchen Konstruktionen ein erhebliches Haftungsrisiko ein. Deshalb muss Benny eine zusätzliche Sicherung einbauen. So, dann nochmal starten. Gut. Hauptsache, wir können fahren und müssen nicht schirmen. Die können abschleppen, aber so ist besser. Ab in die Werkstatt. Nein, ich bin schon zufrieden, dass er angesprungen ist. Ein kleines Erfolgserlebnis war trotzdem, dass ich zumindest am Laufen bekommen habe. Und das ist ja auch mein Beruf, eben, dass ich den Wegen zum Laufen bekomme. Natürlich ist es auch immer schön, wenn ich gleich so reparieren kann, dass die Mitglieder nicht in die Werkstatt fahren müssen. Aber die Zeit haben wir natürlich dann auch nicht, dass wir dann noch weiter suchen können. Benny hat bis zu 15 Einsätze pro Tag. So, grüß euch. Hallo, Ketter. Hallo, Kirchner. Erzählen Sie mal, was haben Sie für ein Problem? Also, das ist folgendes. Wir sind gestern gefahren. Also, er hat gerade Besuch von der Herr. Ja. Und er gibt Gas und wenn es bei einem Fußweg darf, dann Gas stirbt er. Dann geht er aus. Ich habe das jetzt gerade versteht. Ja. Weil das da muss irgendwo liegen da drinnen. Ja. Aber es funktioniert nicht. Ich habe eine Reihe weg, bei zwei ist er zu hoch an den Gastüren. Das habe ich runter getan, aber er stirbt. Gut, schauen wir mal. Lassen wir mal laufen. Okay? Ja. Der Motor geht immer wieder aus, sobald man vom Gas geht. Der Fahrer hat schon selbst versucht, den Defekt zu beheben. Ich schätze, dass der Leerlaufsteller kaputt ist und dadurch hält er keinen Leerlauf. Jetzt schauen wir, dass wir den Leerlauf ein bisschen manuell hochstellen können. Dann kann er wenigstens in die Werkstatt fahren und dann das erneuern lassen. Okay. Dann einfach noch mal probieren zum Starten. Ich kürze einfach den Gaszug ein bisschen. Einfach hier die Sicherung ein bisschen rausziehen und dann eine Stufe weiter rein. Problem gelöst. Manchmal kann es so einfach sein. So, 4 Stunden sind rum, jetzt machen wir Brotzeit, würde ich sagen. Der 28-Jährige ist ausgebildeter Kfz-Meister. Doch die Arbeit in einer Werkstatt reizt ihn nicht. In der Werkstatt ist doch ein hoher Druck, auch von den Kunden her. Man muss immer da sagen, erzählen, warum die Rechnungen so hoch sind. Man steht ja immer zwischen Kunden und einem Mechaniker in der Werkstatt. Jedem muss man es recht machen. Benny ist sein eigener Herr und sein Arbeitsplatz fährt immer mit. On the road Menschen helfen. Der Münchner kann sich keinen schöneren Job vorstellen.